Servus Jungs, ehrt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video. Heute geht es darum, wir schauen uns die härtesten Hitter an von den TORs, die 10 härtesten Hitter von den TORs. Und dazu gibt es eine kleine Liste im Subreddit, erstellt von Digimon Flow, eine sehr reliable Quelle, bringt immer gute Berechnungen im Subreddit. Und die wollen wir heute einfach mal durchgehen. Die ganzen Berechnungen sind auf 55% Basis, also 3D Basis, und er hat folgende Bedingung gestellt. Hier wird die APT berechnet, also die Attack per Turn. Das bedeutet, der Durchschnitt von den Runden, die man für normales Dokkan-Event braucht, in etwa. Dabei werden sie als 3Dupe berechnet, wie erwähnt. 3Dupe-Teams brauchen für ein Dokkan-Event ca. 6 Runden. Das müsst ihr hier mit einberechnen. Das heißt, Units, die lange Attacks stacken, später mal für die LR-Liste, sowas wie LR Vegito und LR Gogeta. Die haben halt hier vielleicht trotzdem die höchsten APT. Vielleicht werdet ihr das sehen, aber sie haben halt ein bisschen weniger, wie ihr vielleicht schätzt, wenn ihr in schwierige Events reingeht, in Legendary Goku Event reingeht und sie hitten euch links und rechts, was weiß ich, die Tonne um die Ohren. Auf jeden Fall werden in den Berechnungen keine Supporter dazu gerechnet. Außerdem, es werden nur die SA von den eigenen Units, die Passive und so weiter, die Counters und alles mit einberechnet. Es werden genauso Critical Hits mit einberechnet, Additional Attacks und sowas wie Type Effective Against All Types. Sowas wie zum Beispiel Gogeta hat. Das wird alles mit einberechnet hier. Außer Supporter, also wenn ihr zum Beispiel Top Wonder Rotation habt, wird der nicht dazu gerechnet hier. Es werden keine Equipments mit einberechnet, bedeutet, die Equipment gibt es nur in JP. Es gibt momentan so viel noch Unwissenheiten, was für Equipment-Teile noch kommen werden. Und deswegen sind die einfach draußen und jeder equipt diese Units ja nicht gleich, ne? Es wäre cool, wenn man dann nochmal irgendwann sehen würde, was die besten Equipment für die ganzen Units sind. Das wäre eine geile Berechnung, wie man dann auf den Max-Schaden kommt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu dem Subreddit, zu dieser Liste, könnt ihr auch immer im Subreddit nachschauen, könnt auch dort nachfragen. Die Calculations wurden bei Digimon Flow gemacht und das Design ist bei Prism Azure. Der hat ja aufgehört mit dem Berechnen. Aber die Designs sind geblieben. Die Honorable Mentions. Das sind die Units, die es nicht geschafft haben in die Tierlist, aber trotzdem sehr viel Schaden machen. Tech Vegito Blue haben wir einmal. War das etwa schon alles oder darf ich mich noch auf was anderes freuen? Ihr wisst Bescheid, lange Zeit einer der Top-Healer. Und jetzt mittlerweile wurde er wahrscheinlich ersetzt von den meisten. Dazu kommt Bardock, der neue Bardock, ist auch nicht drinne. Die Zukunft. Unsere Zukunft wird sich verändern. Die Transformation kommt halt nach der 4. Runde, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Aber die Runden davor, die machen schon viel aus bei der APT. Bardock ist eine sehr gute Unit ohne Dupes, dadurch, dass er die Chance hat, trotzdem zu critten. Und er hat in seinem eh schon AGL Hidden Potential, hat er schon Additional dabei. Bevor er sich transformiert, macht er halt nicht ganz viel Damage. Deswegen, sagen wir jetzt mal, die Berechnungen sind für 6 Runden, weil es 3Dupes sind und die Teams brauchen ungefähr 6 Runden für einen Dokkan-Event, dann transformiert sich Bardock halt erst in der 4. Runde. Und ihr wisst, dann habt ihr nur noch 2 Runden für die transformierte Version, deswegen ist er nur in den Honorable Mention. Und dann Trunks und Mai, die wo jetzt auch im 5-Jährigen mit rauskommen, sehr, sehr starke Unit. Der Tech Beerus. Was wiederum heißt, dass eure Existenz und die eures Planeten in meinen Augen vollkommen bedeutungslos und überflüssig geworden ist. Und der Physisch Trunks. Ja, ja, nur Geduld, jetzt bin ich dran. Aber gehen wir jetzt zu den Top 10 Plätzen. Und wir fangen an mit Supreme Warrior Super Gogeta. EZA, STR Super Gogeta ist in dieser Liste mit drin. Hat die ganzen Honorable Mentions übertrumpft. Was auch okay ist, vor allem durch sein Super Effective Damage. Er wird hier in einem Movie Heroes und sprich Fusion Team gespielt. Interessante Rotations, er ist off Rotation. Top, oder? Deswegen kommt er wahrscheinlich auch nur auf diese APT, weil er nicht in der Main Rotation ist. Das heißt, er hat vielleicht nur 2 Runden, grob geschätzt. 2 Runden, in denen er Schaden macht. Dafür ist es ganz okay. Eine super starke Unit. Ein Super Saiyan Fierce Battle wird immer aktiv sein, ist in dem Team gegeben. Und er bekommt ein Average von 2 Rainbow Keys Fierce. Plus 14% Attack. Ja, kommt gut hin mit den 2 Rainbow Keys hier. Dann kommen wir zu Platz Nummer 9. Das verwundert vielleicht einige. Und zwar Great Saiyan Man 3. Wenn er in einem Time Traveler Team gespielt wird, bekommt er davon abhängig Attack und Defense. In so einem Team, wo alles voll mit Time Traveler ist, da kriegt er halt 119% plus Attack und 21% Critical Hit Chance from Passive. Und er macht ungefähr 2,4 Counters pro Runde. Die Sache ist, hier ist nur ein suboptimales APT-Team. Die anderen Teams sind schon eher an das optimale APT-Team angepasst worden. Das ist aber halt eine Subvariante, um den möglichst hohen Schaden von Great Saiyan rauszubringen.
Von Time Traveler spielst du wahrscheinlich auch nicht die zwei in einer Rotation zusammen. Gehen wir weiter zu Platz 8. Eternal Horror Legendary Super Saiyan Broly, der alte OG Broly mit seinem Easy A, der bei 9 Key schon zweimal supert. Kranke Unit. Link Super Saiyan, 4 Battle Saiyan Warrior Race, immer aktiv, 10%, 15%, Saiyan Warrior 700 Attack. Mega geil. Wird in einem C13 Team gespielt für den optimalen Schaden und zusammen mit dem Tech-Eller Broly in der Rotation. Ja, das waren 600 Stones oder so, wo ich noch hatte, glaube ich, in dem Dreh. Dann waren die 600 irgendwann weg, die Dragon Stones. Auf einmal 200 Euro weg, physisch Bardock gezogen, dann waren 300 Euro weg. Dann Gypsy auf Twitch gegangen. Wollen sie ihr Konto wirklich für immer löschen? Klar will ich. Ist interessant, er hat 19% Chance dadurch, dass er eh schon eine Super Attack garantiert macht, wenn er 9 Kilo oder mehr hat, kommt zusätzlich noch eine erhöhte Chance durch Hidden Potential dazu. Weil wir wissen ja, wenn eine Unit ein Additional durch die Passive macht, wird jedes Mal neu gewürfelt sozusagen. Und dadurch entsteht die 19% Chance, wenn ihr auf Additional geht bei dem guten Herr im Hidden Potential. Also, ihr habt eh nur die 5 Additional im Hidden Potential drin. Also, so in etwa wird das kalkuliert dann. Also die 5 ja ungefähr 10% und dann werden zweimal gewürfelt. Der SA Multiplier ist bei 59,9%, das ist okay. Normal Attack Multiplier, Critical Hit Chance, wird alles bei ihm mit eingerechnet. Da seht ihr mal die Notizen davon. Er kommt insgesamt auf 2,76 Millionen Schaden. Wenn ihr euch überlegt, das war damals eine ziemlich alte Dokkan Festival Karte und hat ein Easy A und ist nur 60k über dem Great Saiyan 3. Das ist schon faszinierend, wie stark eigentlich dieser Great Saiyan 3 ist. Da kommen wir zu Platz 7. Super Saiyan Gogeta, Transcendent Fusion. Ich bin der stärkste Kämpfer des Universums! Lecker. Movie Heroes und Fusion Team wird da gespielt in der Rotation mit Ella Gogeta. Das Team haben wir vorher schon gesehen, beim SDR Gogeta. Das sieht so aus, als wäre das APT, APT malst das, ich werde das jetzt mal so ausdrücken, Team für Movie Heroes, so wie es aussieht. Erst Platz 7, 50k Damage mehr als der Broly. Average Transformation Uptime 33%, da seht ihr schon, er hat eigentlich eine sehr, sehr gute Transformation Mechanik, aber dadurch, dass die Runden nicht so lang braucht, die Dokkan Festival Events, hat es halt nur eine 33% Uptime. Ist aber okay. Ich habe gestern mit jemandem Super Battle Royale gemacht und wir haben Super Saiyan Gogeta nicht einmal transformieren gesehen und es spiegelt so ein bisschen das wider. Warrior Gods 33% active, wenn sich dann mal der andere Gogeta transformiert, der LR Gogeta, dann wisst ihr, dann kommt auch sein Warrior Gods active. Sehr nice. Platz 7, Platz 6 Super Vegito Easy A. Interessantes Team. Sieht aus wie das Potara Main Team, das APT optimalste. Oh, schöne Rotations. Super Vegito mit Ella Super Vegito und also physisch Vegito Blue plus den neuen Ella Vegito Blue. Ihr müsst bedenken, das ist JP, also das ist der aktuelle Stand JP mit Saiyan Day. Da von dem sind die ganzen Berechnungen. Bei Global sind die Berechnungen ein bisschen anders. Ich meine, da haben wir viele Sachen noch nicht. Wir haben zum Beispiel das Easy A von Super Vegito. Auf jeden Fall 80% Passive Uptime, also die plus 32 Attack und Defense. Und er macht im Durchschnitt einen Counter, bevor er die SA macht. Also auch einen Counter nach der SA. Und hat eine 19% Chance somit auf den Hidden Potential Drop. Er kommt insgesamt auf 2,8 Millionen APT. Ziemlich stark. Makes a suboptimal Potara Team. Also das heißt, es ist nicht das optimalste Potara Team. Ich frage mich, wen da ersetzen könnte. Das Dual LR into Vegito League. Okay. Ich denke, das optimalste wäre mit Doppel Vegito, also mit dem LR Vegito League. Wenn man zweimal ihn spielt. Kommt einfach dazu zustande, dass die Unit an sich mehr hittet. Aber man hat jetzt das suboptimale genommen, damit er halt die 170% bekommt von dem Leader Skill. Insgesamt nochmal 40% mehr Attack. Was dann auch schon mal einiges ausmacht. Würde ich sagen, würde man in einem anderen Team spielen, würde er hier nicht die Liste machen. Das ist schon ein bisschen schon verständlich. Ich meine, dann sind wir schnell 200, 300, 400k Damage weg. Ist halt einfach so. Dann kommen wir weiter zum Tech Super Saiyan 2 Vegeta, Platz Nummer 5. Der kommt jetzt nach Global, demnächst, so Ende April, Mitte April, Ende April, denke ich mal. Ich schätze jetzt, dass C13 als nächstes kommt. Dann kommt Tech Margin und der Super Saiyan 2 Int Goku. Und danach kommt wahrscheinlich Gamku. So könnte ich mir die Reihenfolge vorstellen. Vielleicht verzögern sie Gamku auch noch ein bisschen, je nachdem. Er wird hier in einem Vegeta Family Team gespielt. Eine Rotation Vegeta und Goku, in der anderen Rotation er und der Super Saiyan 4 Vegeta. Teilen sich Super Saiyan, Saiyan Bright und Fierce Battle. Mega gut. Am Anfang teilen sie sich sogar noch Prepared for Battle und später wechselt er dann zu Over in a Flash. 87%
Average für zu 87% bekommt er 3 Orbs, was ziemlich gut ist. Und kommt dann auf eine APT von 2,9 Millionen. Das ist ein bisschen über Super Vegito, aber was soll man sagen? OP, oder? Dann kommen wir zu Platz 4. Die Unit, die ihr gedacht habt, die Platz 1 ist. Cooler. Cooler ist eine verdammt geile Unit. Wird hier aber in einem C13-Team gespielt. Das heißt, wir spielen hier in einem C13-Team. Und ihr müsst eins bedenken. Supports werden nicht berechnet. Cooler hittet noch viel, viel mehr eigentlich, wenn er dann noch mehr Supports hat. Also es skaliert wahnsinnig. Die Units mit Supports hier skalieren wahnsinnig. Auf jeden Fall aktive Links in First of Conquest, Universe Most Malevolent, Fierce Battle und Big Bad Bosses zu 60%. Das ist, ja okay, er wird zusammengespielt mit dem physischen Cooler, Final Form Cooler. Oh, wenn der sein Easy A bekommt, Jungs, lecker. Also, physisch Cooler, Easy A, super geil. Die zweite Rotation ist wieder der OG Easy A Broly mit dem Tech Ella Broly, dass ich dieses Bild auch immer noch sehen muss. Verbannt ihn von allen Listen, bis ich ihn gezogen habe. Und Off-Rotation sind halt die C13s und der Easy A in Cooler. Die Transformation ist 47,62%, also ungefähr 50% aktiv. Wenn er gegen Hybrid Saiyan oder einen, wenn er gegen Hybrid Saiyan oder einen Pure Saiyan fightet. Es gibt ziemlich viele Hybrid Saiyan und Pure Saiyans und deswegen ist auch 50% gut plausibel, hört sich gut an. Deswegen ist die Karte auch so stark, weil es so viele Hybrid Saiyan und Pure Saiyans gibt, in die er fightet. Er kämpft durchschnittlich gegen einen Gegner, das heißt die erste Passive wird eher getriggert, dass er den Transformation Boost Kategorien einen Boost gibt. Der Support zu anderen Units wird hier nicht einberechnet. Also in den ganzen Berechnungen wird nicht berechnet, dass er selber auch anderen Units Support gibt. Das macht viel aus, glaubt mir. Überlegt euch mal, er gibt einfach jeder Unit nochmal x% Buff und das wird man dazu rechnen. Wie viel? Das wäre super Bastard, also wirklich. Er wird zwei Units jeweils immer einen Buff geben, das wird ihn zu stark machen. An der Berechnung her. Er kommt auf 3,74 Mille. Und ihr seht schon der Sprung. Einfach 800k mehr als Super Saiyan 2 Vegeta. Der kommt jetzt dann erst raus bei uns. Und Cooler war schon draußen. Das ist ordentlich. Ohne Support einberechnet. Ohne die Support-Mechanik. Dann kommen wir zu Beerus. Beerus hätte noch ein bisschen mehr. Ich würde aber sagen, dass Cooler über Beerus steht. Allein durch die Support-Mechanik. Und wenn er die Transformation anhat, dann ist halt einfach wie. Er wird mit Ella Beerus in der Rotation gespielt. Ist das APT-optimalste Team für ihn? Interessant. Ist in einem Movie Boss und Full Power Team drin. Mit zwei Supporter. Verstehe ich. Sie kriegen Shocking Speed. Verstehe ich schon. Ist ein gutes Team, solides Team. Ella Broly mag ich nicht so. Ich würde hoffen, dass der Ella Broly einfach einen Easy A bekommt. Also, dass Ella Broly mal ein Easy A bekommt, ist eigentlich mal ein Muss. Ihr könnt aber nicht Tech Broly spielen, weil Tech Broly hat denselben Namen wie der Dragon Ball Super Broly. Das müsst ihr bedenken. Aktive Links sind Godly Power, Broly She's Innocent im Fierce Battle. Das habt ihr immer. Key Links sind also Shocking Speed ist auch immer aktiviert, da ihr mit Ella Beerus spielt. Faced ein Ram of God Enemy 18% in der Zeit. Also, in den Dokkan Events gibt es halt nicht so viele Ram of Gods Gegner. Es gibt auch. Und der Secondary Attack Boost ist 90% aktiv, also er muss als erstes einmal gehittet werden. Was 90% aktiv ist, was ziemlich gut ist. Also ihr habt so gut wie immer den aktiv. Und ihr wollt auch Ella Beerus eigentlich in der Mitte stehen haben. Weil Ella Beerus braucht die Key wichtiger als der physische Beerus. Der Active Skill ist ungefähr mit ein Drittel, mit der Wahrscheinlichkeit von ein Drittel immer da. Ist auch okay so. Deswegen kommt er auf 3,9 Millionen. Aber ihr werdet gleich sehen, also was die Grenzen überschrittet. Das ist alles Redupe, müsst ihr bedenken, Jungs. Alles Redupe. Physisch Vegito Blue auf Platz 2. Ich meine, Cooler und Beerus unterscheidet nur 200k Damage. Das ist trotzdem immens viel, den Schaden, den die machen. Aber jetzt wartet mal ab, was noch alles kommt. Also was die Top 2 Plätze sind. Physisch Vegito Blue. Wow! In einem Realm of God Team mit Zamasu. Die Rotations sind Ella STR Gogeta mit. Das ist ein APT-optimales Ram of Gods Team für ihn. Mit ihm drin. Jungs, Gogeta, Dragon Ball Super Movie mit Ella Gogeta und physisch Vegito Blue mit Ella Vegito Blue. Mega. Links Super Saiyan 100% active, Fierce Battle 100% active, Kamehameha 50%, Kamehameha ist nicht so wichtig. Ein Power Pistol bei Gott 100% ist auch nicht so wichtig. Aber diese Unit. Im Durchschnitt macht er einen Counter und
also bevor der Super und ein Counter nach der Super. 32%, also dass er nochmal einen Additional Attack aus dem Hidden Potential macht, was extrem krank ist. Und er kommt insgesamt auf 5 Millionen APT. 1,1 Millionen mehr als Beerus. Defense-technisch, ihr müsst immer schauen, dass er zuerst supert, bevor er Schaden kriegt. Das ist wichtig. Und wenn ihr den Rainbow habt, oh mein Gott. Das ist eine super geile Unit. Das ist nur Free Dupe. Nur Free Dupe. Wenn der noch Crit dazu hat, also er ist ja eine physische Unit und hat keine Crit in den Free Dupe. Der Schaden, over 9000, aber sowas von. Genauso wie bei Easy A Super Vegito. Wenn die Crit drin haben, Und jetzt kommen wir zum absoluten Platz 1 Unit. Und ihr fragt euch jetzt, warum ist diese Unit Platz 1? Ihr habt sie vielleicht in Global gezogen und ihr spielt sie nicht so oft, weil sie in der ersten Runde vielleicht nur 900 oder 1,1 Millionen Schaden macht. Aber das ganze Team ist Free Dupe, Jungs. Das ganze Team ist Free Dupe berechnet. Optimale Free Dupe Teams, was ihr bedenken müsst. Und die bekommen natürlich auch Schaden von Dokkan Events, vor allem von schwierigen Dokkan Events. Und deshalb ist die Unit auf Platz 1. Das dürft ihr nicht vergessen. Die Unit hat nämlich den stärksten Active Skill im ganzen Game. In einem Team wird er gespielt in seinem eigenen Universe Survival Saga. Erste Rotation Evo Vegeta und er selber. Sie geben sich Warrior of Gods 75%, Super Saiyan 75% und Fierce Battle 100%. In der anderen Rotation Hit und LRGF, was klar ist natürlich, denn Hit lowert den Attack und LRGF reißt halt einfach ab den Schluss. Die Secondary, der durchschnittliche Boost von der Passive sind 68% in so einem 6-Runden Dokkan-Event und der Active Skill ist zu 30% aktiv. Und Super Effective ist zu 41% aktiv. Und was das heißt, physisch Vegito Blue hatte sein Easy A. Klar, physisch Vegito Blue kriegt irgendwann nochmal Crit dazu im Hidden Potential des Sumer Dupes und wird ihn irgendwann vielleicht outdamagen. Aber für Free Dupe Charakter, der Active Skill, der Active Skill ist das, was den Schaden so hoch macht. Also der Active Skill ist einfach busted. Und dabei sehen wir nicht mal dazu, dass der Active Skill noch die anderen Units bufft. Wie gesagt, der Active Skill bufft nur ihn, hier in unserem Berechnungsbeispiel von Demon Throne. Und das ist einfach super heftig und mega nice. Ich hoffe, die ganzen JP-Spieler, ihr werdet ihn ziehen, werdet ihn mal austesten. Vielleicht werdet ihr ihn auch auf Rainbow kriegen. Ich habe ihn bisher nur Free Dupe in Global. Er gefällt mir so. Als Leader finde ich ihn mega geil. Ich finde schade, dass er kein Prepared for Battle hat. Das ist das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört. Dafür hat er den Universe Survival Saga Link da. Tournament of Power Link, den Key Link. Der ist ziemlich gut. Aber so viel, sei es mal für die Tierlist. Was haltet ihr davon? Welche Unit findet ihr am coolsten von der ganzen Liste? Auf welche Unit freut ihr euch? Welche Unit habt ihr? Freut ihr euch auf Beerus in Global? Freut ihr euch auf physisch Vegito Blue Easy A in JP? Freut ihr euch auf den Kaioken Goku in JP? Freuen wir uns Global Spieler vielleicht sogar auf den Margin? Was sagt ihr dazu? Gebt am besten mal Feedback ab. Wie schade findet ihr, dass Bardock nicht dabei ist? Passiert Bardock. Nächstes Mal vielleicht besser. Nochmal ein Shoutout an Digimon Flow, der diese Listen zur Verfügung stellt. Wir schauen uns demnächst auch noch die LR-Liste an, welche sehr, sehr interessant ist, auch in 55%. Und dann können wir vielleicht auch endgültig mal die Frage klären, welche Unit findet ihr am besten und welche nicht. Auf jeden Fall, das war's von mir. Ciao, ciao, Jungs. Haut ihr rein. Guten Tag noch.